So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rein, denn heute gibt es wirklich was Exklusives und was, wenn wir viel Pech haben, wirklich auch nur heute im Shop ist. Wir gehen auch direkt darauf ein. Hä, wo kommt das denn her? Das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Lol. Also, das Horizon Zero Paket ist auch schon mal wieder da. Gehen wir gerade mal schnell da auf als erstes ein. Dann sehen wir, da kriegt ihr einmal Alloy, dann das Rückenaccessoire, die Pickaxe, der Kleider, die Lackierung, dann den Ladebildschirm und das Emote Herz in Sicht. Das habe ich eben gar nicht gesehen, das Paket. Aber es ist, wenn man wieder zu schnell durchguckt. So, dann gehen wir weiter nach oben. Batman-Geschichte, Catwoman kennen wir ja schon. Dann die Beast Boy-Geschichte natürlich auch da, Doppelagent. Dann letzter Lacher-Paket, ebenfalls immer noch im Shop. Die Ritterrunde ist wieder draußen. Grüße gehen raus an Luca. Dann, wie gesagt, Beast Boy immer noch drin. Dann von gestern das Donovan Mitchell-Spindpaket noch drin. Trae Young-Spindpaket ebenfalls noch drin. Basketball-Sachen natürlich auch noch drin. Hier die Skins dazu. Und dann kommen wir erstmal hier zum Kassvor, der jetzt auch wieder im Shop drin ist. Der hat ja 3 oder 4 verschiedene Varianten. Also ganz ehrlich, der Skin gefällt mir immer noch. Ich spiele zwar nicht mehr oft, aber wenn ihr wenige Skins habt, ist wirklich nice, weil ihr habt halt wirklich viele Skins in einem Skin quasi enthalten. So, dazu natürlich das passende Rückenaccessoire. Also mir, ja, doch, ich will es mir anzeigen. Aber ganz ehrlich, das benutze ich eigentlich selten. Dann des Weiteren ist die Zaubermacht wieder zurück. Ist okay, aber ja. Ich wusste gar nicht, dass ich die hab. Lol. Dann Facette wieder ebenfalls da. Hat den schweren Stil. Und dann verwechsel ich den Skin gerade. Ich dachte eigentlich, der hätte noch einen blauen Stil irgendwie. So, elektrifiziert ist wieder zurück. Warte mal ganz kurz lauter. Also so schlimm finde ich die Musik nicht. Aber dann würde ich mir auf jeden Fall die Lobbymusik einen Tick leiser machen, weil auf Dauer nervt es, glaube ich. Und dann ist Grübeln wieder zurück. Ding, ding, ding. Di, 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 di. So, ebenfalls die kleinste Geige. Ich finde immer noch ein schönes Emote. Bam, bam. So, das war's hier unten. Dann kommen wir jetzt zu dem Exklusivskin. Und zwar ist das der hier. Und ihr seht noch, hier wird ziemlich extra auch nochmal hingeschrieben. Exklusiv zu den Finals der FNCS. Also, es könnte sein, dass dieser Skin wirklich nur heute im Shop ist. Ich finde persönlich, ist halt nicht der schönste Skin. Aber für 800 V-Bucks macht man da natürlich auch nichts verkehrt. Und es gibt ja einige von euch, die stehen so auf Exklusivskins. Das hier ist definitiv einer. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr euch den gönnt, gerne gerade mal einen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, der das auch schon bereits macht. Dann haben wir jetzt Motorübel wieder zurück. Dazu natürlich einen passenden Rucksack. Dann das Stuntrad. Die Kleider hier feiere ich ja überhaupt nicht, ne? Dann ist der Hasenwolf wieder zurück. Den gibt es ja auch in 3 Varianten. Einmal als Hase, einmal als Hase. Der Unterschied. Hä? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Das dürfte doch gar kein Hase sein, glaube ich. Das soll ein Lama sein, oder? Oder ist das nur eine männliche Variante? Jedenfalls hier der Hasenwolf dann. So, dazu natürlich auch die passenden Rückenaccessoires, aber die sehen auch gleich aus. Da habt ihr was wieder in die Kommentare zu schreiben. Wo ist der Unterschied? Wie gesagt, hier noch die männliche Variante davon. Da gibt es dann einmal. Genau dasselbe. So ein Anzeigefehler. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, was der dritte Stil ist. Wie gesagt, hier ist dann noch der Löwe, Lama und dann haben wir noch eine Variante, glaube ich. Neon Lama? Aber soll denn hier Neon sein? Ich sehe da gerade keinen Unterschied. So, auf jeden Fall Neon Tier Lackierung. Und den Skin hatten wir schon. Dann haben wir das Typical Gamer Spin Paket. Ah ja, da drin enthalten ist Tsuki. Natürlich mit ihrem neuen Stil. Ja, ist jetzt aber auch nicht so besonders, finde ich ganz ehrlich.
Dann das passende Rückenaccessoire, dann die Pickaxe dazu, beschlagene Hacke, dazu das Auferweckt-Emote und die Lackierung. Und ich sag mal, dass wenn das das typische Gamer-Paket ist, ich habe nichts davon. Gut, ich bin kein Gamer, kapat. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Ich gucke gerade ganz schnell, ob wir noch V-Bucks haben für euch heute. Ja. Heute gibt es nochmal 40 V-Bucks in Rette die Welt extra, bedeutet, man bekommt 90 V-Bucks. Allerdings ist die Aufgabe bei 140. Also alle, die heute V-Bucks absahnen wollen in Rette die Welt, bei 140 gibt es noch 40 V-Bucks extra. So, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.